Hallo, da sind wir wieder. Pip und Gitte, wir sind immer noch in Kiefernwach. Das fühlt sich ja ganz schön. So, da scheint ja jemand sehr reich zu sein. Und dadurch sehr gefährdet. Diesen Brief scheinen sie wohl alle zu haben. Einer reicht aber nicht. Ja, wenn du kannst ja gucken, wenn sie auf einer liegen, dann sind es ja die gleichen. Und die liegen zwar nicht, aber warum will man die sammeln, wisst ihr? Zack. Da scheinen einige Pfeile daneben gegangen zu sein. Ja. Ob das deine sind? Die leben ja sehr gesund, immer von ihren Karotten. Oh. Hm, die magst du ja auch Karotten so gern, Pepe, stimmt. Ohne Hände, ja. Ja. Doch, auch mag ich sie ganz gern. Oder wie scharf, auch nicht so. Ja, gibt mal was Brauchbares. Mach zu, dass sich jemand verletzt. Truhe. Eine Expertentruhe, genau. Oh, oh. Oh, das ist gut. Es gibt Levels. Knack. Boah. Oh. Wow. Sag ich doch, ne? Levels. Perfekt, erwischt. Und starke Heilung, das ist ja natürlich wirklich, wenn du gut brauchst und ja, stimmt. Ich fürchte, davon braucht man hier eine ganze Menge. Ich hoffe, nicht mehr, wie wir dabei haben. Fackel hast du auch mitgenommen? War der Fackel drin? Ich glaube ja.
Ja. Stimmt. Pack mal hier rein. Packst dann besser aufs Stroh rauf, dann... Ja, das ist immer gut. Du musst ein Karottenliebhaber sein. Ja. Hauptsächlich Karotten und Tomaten. So, Kartoffeln dazu. Sieht aus wie Ketchup, ist aber Nordmeat. In den Korb? Ja, oh, dann kann man auch mal wieder wegpacken. Nehmen. Aua, da war es eine Falle. Ist mir der Korb auf den Kopf gefallen jetzt beim Wegwerfen oder was? Keine Ahnung. Lüdi, hast du was gesehen? Nö. Ich auch nicht. Dann gehen wir weiter. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen speichern. Ja, das wäre nicht schlecht. Wir haben ja sowieso keinen Quest eigentlich, oder? Nee. Wir waren ja nur neugierig. Ja, ja, hier ist glaube ich noch der alte Quest-Pfeil drauf. Ja, der zeigt zum Ausgang. Ja, der zeigt nach Himmelsrand. Muss aufpassen, von wegen des Fallen und so weiter. Abgesehen von bösen Feinden. Hm, nicht schlecht. Zwar nichts drin, aber auf jeden Fall Schloss knacken können wir auf den Kopf ein. Ja. Kommt noch ein Guck. Ja. Stimmt. Es ist so. Er hat recht. Eine Tatsache. Wir haben gewonnen. Genau. Stahl zwei Hände, da hat Bums. Oh je. Naja, aber ich werde es auf jeden Fall probieren. Das bringt ja immerhin Erfahrung. Nein, auch so nicht. Aber ist nicht einfach, hä? Oh, gut. Ist ja leer, bis auf den Eimer, der ist auch sauber. Ja. Kann sein. Ja.
ist ja wirklich unglaublich, was hier alles unten ist. Lassen wir die Spielchen. Ja, natürlich wieder. Nein! Auf die armen Lügen. Ja! Oh! Das war schon alles? Wirklich? Ihr habt gewonnen! Ich ergebe! Uhu. Na gut, Freund, das war's mit dir. Immerhin hat er auch so ein Stahl Zweihänder, der Himmelschnee. Muss mal ein bisschen auf dein Gewicht achten. Vielleicht will ich mal was abgeben schon mal. Ich gebe euch Deckung. Ja, bist schon zu schwer, genau. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. So. Naja, sie hat noch Platz. Naja. Schwere Waffe. Wie schwer ist denn der Bogen? Ja. Ja. Komm nun auch. Nicht, dass wir den für unsere Freunde benutzen und ihnen sie mit Heldenmut überschüttet. Nee, es macht für natürlich nichts. Ich glaube, es reicht langsam, oder? 208 ist ja... Gut. Okay. Nicht, dass er müde kriechen muss. Geht ihr voran? Gut. Hier sind wir doch hergekommen. Ja, von hier sind wir hochgekommen. Ja. Aber hier gibt es auch noch was oben, drüber oder drunter. Ja, jetzt gehen wir aber erst. Ich glaube... Ja, klar. Ich versuche mich zu orientieren. Ja, oder so oben, drüber oder drunter. Ich glaube eigentlich eher... Ich kann mir eher vorstellen, hier, oder? Gibt es ja auch mehrere Türen. Ja. Immer die mit ihren Schlössern. Da kann man immer so schön üben. Sieht doch nicht schlecht aus hier. Ja, gefällt mir gut. Vor allem die Heilung. Lederrüstung? Ja gut. Den Stein lassen wir hier. Barenziermann werden wir nicht machen. Weil wir auch nicht Diebesgilde spielen. Also wir werden ja da nicht eintreten. Aber orkische Pfeile nehmen wir doch gerne. Eine Falle, ja. Ja. Lass los. Oh, eine Falle unten. Die Truhe aufschließen. Hat man ja auch nicht so oft, dass man beides hat. Kann man gut brauchen. So. Ja, Flucht haben wir, weiß ich glaube, Flucht hatten wir glaube ich schon, aber ist egal.
Auf jeden Fall bringt er Kohle. Ja, genau. Ja. Damit haben wir es hier. Oh, nettes Zimmer. Ja. Können wir öfter haben. Und so schön friedlich. Hier sind ein paar tote Drauger. Naja, es scheint denn doch oben zu sein, das, ne? Auf jeden Fall hier. Wir gehen aber erstmal hier. Ja. Das ist ja der ausgezogene Straßenräuber. Und da kommen wir her. Ja. Eisendolch. Eisendolch schwebt in der Luft. Nö. Da ist einer gerade, steht gerade einer auf. Gut, der steht nicht mehr auf. Das war ja ein guter Schuss, hast du richtig gut hingekriegt. So, der war wahrscheinlich auch nicht besonders gut natürlich gerüstet, aber trotzdem. Ist doch nett. Aber da kommt noch... Oh, da kommen noch mehrere. Sind... Ist da jemand? Oh! Solltest du jetzt zurückgehen? War jetzt aber nicht so gut. Gut, okay, der ist... Wo ist der nicht? Ich kann es gar nicht erwarten. Wisst ihr was? Ihr lauft los und ich steche euch in den... Hat sie nicht besonders beeindruckt? Ja. Dann haben wir viel mit. Aber auf dich auf, bitte. Sehr schade, wenn ihr das... verlieren würde, was du jetzt schon erreicht hast. Meine starke Heilung. Was willst du denn jetzt tun? Einhändig verstärken hast du noch? Oder was? Oder Locken verstärken. Und einhändig verstärken. Ist nicht viel, aber ein bisschen hilft's vielleicht auch. Ja. Seid ihr zum Sterben bereit? Hä? Nicht so. Und jetzt sind wir von der falschen Perspektive. Was ist hier zu liegen? Aber das sieht auch nicht gut aus. Nee, wir sehen beide nicht gut aus. Am besten machst du erstmal einen Speicher. Lydia holt sich ja auch relativ schnell wieder. Ja. Aber das war jetzt komisch irgendwo. Es sah aus, als ob du jetzt plötzlich in einer anderen Perspektive gewesen wärst. War ich auch. Aha. Ich bin aufs Mausrad gekommen. Ah ja. Das hat mich selbst verwirrt. Ja, irgendwie schon, ne? Ich dachte, aber... du hast einen Finisher, der ist doch noch gar nicht kaputt. Wieso denn das?
bin etwa ich gefinisht. Und der Dolch, ja. Ich werde uns jetzt den Okay, Weg. Also wir müssen aber trotzdem jetzt Schiff machen, Aldi, weil wir haben ja gerade die Zeit erreicht, die wir erreichen wollten. Und wir werden sie nächstes Mal Nächstes Mal werden sie ausgeräumt und ja, bis dann, ja, ciao.